Bevor das Video beginnt, wollte ich euch nur mitteilen, dass das immer noch eine alte Folge ist, die auf meiner kaputten Festplatte war. Die Festplatte habe ich jetzt wieder zurück. Siehe letzte Folge, da habe ich das alles noch ein bisschen genauer erklärt. Und deswegen jetzt diese Folge noch. Das ist die letzte Folge, die ich so lang her aufgenommen habe. Beziehungsweise auch die letzte Folge auf, von der Festplatte. Das heißt, ich freue mich auch schon mega drauf. Nach dieser Folge werde ich neue Folgen aufnehmen mit frischem Elan, mit neuen Infos, mit euren Tipps, bla bla bla. Wird mega cool, ich bin gespannt drauf, ich freue mich. Jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Let's go! Hey Leute und willkommen zu der nächsten Folge der PES 19 Trainerkette. In der letzten Folge haben wir uns ein paar neue Spieler gegönnt. Es ist noch momentan Transferphase. Guckt euch die letzte Folge einfach mal an, rechts oben beim i verlinkt. Das ist hier die dritte, die ich hintereinander aufnehme. Also auf Vorschläge konnte ich bisher noch nicht eingehen. Wie gesagt, die letzte Folge ist rechts oben beim i verlinkt. Da haben wir uns Gareth Bale, Leroy Sané und Toni Kroos geholt. Die ersten zwei sind nur ausgeliehen, Toni Kroos haben wir uns gekauft. Ja, letzte Folge haben wir gegen Düsseldorf und Bremen gespielt. Zwei etwas einfachere Spiele. Also es ging so. Wie gesagt, müsst ihr euch anschauen. Heute spielen wir gegen Freiburg und Hoffenheim. Ich weiß nicht, wo Hoffenheim ist, aber ich glaube, die sind ganz gut. Die haben, glaube ich, ein paar gute Spiele gewonnen. Sind aber jetzt momentan nur auf Platz... Das heißt nur, ne? Auf Platz 7. Freiburg ist allerdings letzter. Ja, wir gucken einfach mal. Bale und Kroos haben auch schon ein paar Tore erzielt. Leroy Sané noch nicht. Ich verlange ja auch nicht, dass die jetzt Tore erzielen. Also mir geht es ja hier, dass die einfach allgemein gut spielen. Ja, Toni Kroos, es tut mir leid. Erstes Spiel, wo du auf der Bank sitzt, denn so einen Balken nach unten, den dulde ich natürlich nicht. Und Franck Ribéry darf auch wieder ran, der auch einen Balken nach oben hat. Packen wir Sané auf die Bank. Einen Stürmer brauchen wir eigentlich nicht. Ein Ersatzstürmer, das brauchen wir tatsächlich eigentlich nicht. Wir packen mal wieder Rafinha rein, wir packen mal Süle rein. Dann ist es so einigermaßen okay. Gut, merkt schon, die stellen sich wieder komplett hinten rein. Das ist Freiburg-Taktik. Hinten reinstellen und darauf hoffen, dass ein Konter kommt. Aber das macht nichts. Wir haben natürlich super Spieler. Kein Toni Kroos, der jetzt von der, ja, keine Ahnung, fünften Reihe von 40 Metern einen Finesse-Shot dann ins Tor ballert. Aber wir haben trotzdem gute Spieler. Mal gucken, wie das hier verläuft. Hoffentlich wird es ein guter Sieg. Ja, oh mein Gott. Wie lang ist das denn her, dass wir ein Kopfballtor gemacht haben? Nach einer Flanke. Also Flankentore haben wir in letzter Zeit wenig gemacht. Aber wir hatten ab und zu mal eins. Durch eine flache Flanke oder so eine halbhohe. Aber die haben die natürlich alle mit dem Fuß genommen. Und das war jetzt die erste Flanke seit langem wieder per Kopf. Lewandowski. Wer, wenn nicht er? Habe ich schon so oft gesagt, aber es ist einfach nur so. Oh, Torwart hält. Schade. So, 1:0 mal wieder zur Halbzeit, wie auch letztes Spiel. Gegen... wen war das letzte Spiel? Düsseldorf, genau. Ja, hoffen wir mal, dass in der zweiten Halbzeit ein paar mehr Tore fallen. Verdient hätten wir es mal wieder. Nein, oder? Ich bin sogar zu müde, um mich dazu aufzuregen. Dafür aufzuregen. Aber das kann nicht sein. Das ist... Ich will es mir in der Wiederholung nochmal angucken. Ich habe natürlich gegrätscht, aber meines Erachtens nach habe ich den Ball weggegrätscht. Ich bleibe in der Mitte stehen. Die haben bisher immer in die Mitte geschossen. Natürlich schießen sie jetzt nicht in die Mitte. Ich hatte das vor ein paar Folgen gesagt. Da hatten wir einen Elfmeter gegen Wolfsburg gehabt. Da habe ich das gesagt, dass alle meine Elfmeter einfach in die Mitte geschossen wurden. Also alle, die gegen mich waren. Deswegen bin ich jetzt einfach stehen geblieben. Aber natürlich nicht. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Was ist der Torwart schon wieder für ein Gott? Wir haben so viele Schüsse jetzt schon. Also es sind nicht so viele, aber vergleichsweise zu denen viel mehr. Und der Torwart hält einfach
alles. Und auch so eine Chance, gerade wie diese hier, die kann er nicht halten, Mann. Ja, komm, ey. Ich krieg nie einen Elfmeter, ganz ehrlich. Ja, die kriegen noch einen Freistoß, ohne Spaß, Alter. Auch wenn es spät ist und ich müde bin und wahrscheinlich alle schon schlafen. Alter, da muss man sich doch aufregen. Der haut mich im 16er um, ich krieg natürlich keinen Elfmeter. Danach das Kopfballduell, die kriegen einen Freistoß, obwohl ich früher fall als er. Und dass er für mich danach aussah, als wären wir einfach ineinander gerannt und es gibt eigentlich einen Freistoß für keinen. Soll einfach weitergehen. Nein, natürlich nicht. Ja, fick dich einfach. Ja, Torwart, natürlich. Robben, erstmal Robben verletzen, dann hält der Torwart mal wieder. Man kennt ihn. Ja, endlich drückst du ihm die gelbe Karte, echt. Aber Freistoß habe ich trotzdem nicht bekommen. Pfosten, na klar. So ein Scheißspiel gerade schon wieder. Er wollte mich schon wieder töten. Komm, Lewandowski. Komm, Lewandowski. Mann, es kann nicht sein. Wer ist dieser Torwart? Das gibt's nicht. Er hält alles ohne Müll. Und es 1 gegen 1. Also so Weitschüsse, okay. Wenn er die hält, ist halt gut. Aber es ist halt trotzdem nervig. Aber er hält halt auch die anderen. 1 gegen 1. Ich renne voll auf den Torwart zu. Natürlich hält er den. Ey, wenn der reingehen würde. Ich würde das Projekt einfach beenden. Also allein, dass wir schon keins machen und dass es 1-1 bleibt, ist richtig dumm. Aber wenn die noch eins machen, dann beende ich das Projekt. Eigentlich habe ich es verdient. Und jetzt! Da ist der Ball drin, Mann. Boah. Was das gerade für eine Mimik war von meinem Gesicht, weiß ich nicht. Ungefähr so sah das aus. Ah, es, Mann. So viele Chancen, so viel Scheiße bisher passiert. So verdient, Mann. Da mache ich auch mal ein Tor in der Nachspielzeit. Und ein entscheidendes. Sonst machen immer die Gegner ein entscheidendes Tor in der Nachspielzeit. Diesmal mache ich es und diesmal macht es Lewandowski. Für die Bayern. Okay, dann will ich es so belassen. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Dass es was Gutes wird. Oh mein Gott. Das war wieder eigentlich cool gemacht. Auch wenn es sau eng war und ich nichts gecheckt habe. Der hätte eigentlich reingehen müssen. Oh, und der auch. Mann. Na, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das ist so eng da. Und ich setze mich irgendwie durch und im letzten Moment haut er sein Knie da dazwischen. Oder sein Bein oder Fuß oder was auch immer. Und drin ist er. Hoffenheim zu Hause mit dem 1:0. Chancenverwertung von mir ist grottenschlecht. Grottenschlecht. Das ist unglaublich. Das ist Hoffenheims zweite Chance. Und die hauen ihn rein. Ich hatte schon, glaube ich, 5 Chancen oder so. Yes, Mann! Endlich! Es ist mal wieder verdient und endlich sitzt der Ball. Ha. Was ein Zeug immer. Jedes Mal dasselbe. Heute, am heutigen Aufnahmetag zumindest. Schüsse, Schüsse, Überschüsse und... Keiner will reingehen. Halbzeit, 1:1. Ja, immerhin haben wir das 1:1 hinbekommen. Wir sind besser. Hätten auch eigentlich gar kein Gegentor kassieren dürfen. Haben wir aber, ist ja oft so. Und was willst du machen? Einfach weiterspielen und das hoffentlich für uns entscheiden. Das gibt's nicht. Sag mal, Spiel, du willst mich doch echt verarschen, oder? Also so ein bisschen verarschen will mich das Spiel schon. Ein bisschen fett. Ja. Das war gut gemacht. Ausnahmsweise. Das sage ich sehr, sehr selten. Aber ja, man kann es ehrlich zugeben. Ich bin immer ehrlich. Die anderen Tore, auch das 1:0, waren halt, naja.
Aber jetzt habe ich schon weggedrückt. Die Tore sind ja schon wieder weg. Aber den oberen Mann, den habe ich komplett aus dem Auge verloren. Den hat er schön angepasst. Ja, ist natürlich sehr, sehr unpraktisch für uns. Aber war, wie gesagt, war halt schön gemacht. Yes, Mann! Da ist die direkte Antwort. Gareth Bale. Zack, zack, da ist die Antwort. Auch wenn es wieder verdammt eng war und ich gar nicht wusste, was ich hier machen soll. Ich habe dann irgendwann gedacht, jetzt musst du einfach schießen. Weil ich habe ihn ja schon fast verloren gehabt. Und ich hätte ihn auch noch verloren. Dass der dann reingeht, das ist ja mal sehr glücklich. Ja, der rollt rein! Das ist nicht wahr. Ich habe alles richtig gemacht. Denke ich mal. Ich weiß es natürlich nicht. Aber ich habe wieder dreimal gewechselt. Fragt mich jetzt nicht hundertprozentig wen. Aber ich hatte auf jeden Fall nur noch einen Wechsel übrig. Und habe dann gedacht, okay, wen wechsle ich? Bale oder Sané? Und dann habe ich gesagt, okay, Bale hat eigentlich weniger Fitness, aber ich wechsle trotzdem Sané, weil Bale könnte das Ganze hier noch ein bisschen verändern. Und dann habe ich Sané raus und Coman rein. Was ist geschehen? Bale hat das 2:2 gemacht, also war gut, dass ich ihn drin gelassen habe. Und Coman, der dann für Sané gekommen ist, den ich ja gewechselt habe, sonst hätte ich Coman ja gar nicht gedacht, der hat dann das 3:2 gemacht. Das, ja... Die werden auf jeden Fall beide nicht mehr auf dem Feld. Hätte ich mich anders entschieden. Oh, jetzt können wir die Entscheidung machen. Nein. Warum mache ich das eigentlich? Warum? Das kannst du vielleicht beim 3-4-0 machen. Aber nicht beim 3:2, wo die Entscheidung vielleicht da am Fuß liegt. Aber ich dachte, vielleicht kommt der Torwart raus. Dann kam er nicht, aber dann habe ich es einfach trotzdem gemacht und habe trotzdem gelupft. Das war natürlich sehr smart, aber wir sollten es trotzdem schaffen. Jetzt können wir nochmal hochspielen auf James Rodriguez. Das war ein wunderbarer Pass. Und diesmal lupfen wir nicht, sondern hauen ihn schön rein. Nice. Da haben wir unser Tor doch nochmal bekommen. Diesmal nicht Lewandowski, sondern James Rodriguez. Nice, nice, nice. Hätte ich nicht gedacht. Vor allem nach dem 2-1. Nach dem 1-1 dachte ich, okay, wir sind wieder da und haben gute Spieler und können das vielleicht noch schaffen. Ja, und dann machen die das 2-1. Wie gesagt, mit der Einwechslung habe ich dann anscheinend ins Schwarze getroffen, also genau perfekt getroffen. Ja, zwei Tore. Und dann macht Rodriguez noch den Sack zu. 4:2. Und ich würde entweder Ribéry behalten oder halt Coman. Aber Coman ist halt jünger, deswegen würde ich ihn eher behalten. Von daher durch Bedingungen akzeptieren und verkaufe Ribéry. Sie haben Ribéry gehen lassen. Ja, dort Bedingungen akzeptieren. Sie haben Mittelstädt gehen lassen. Ja, das ist schon okay. Wir haben Linksverteidiger, haben wir ja auch noch Ostrzolek und so. Also das ist in Ordnung. Also dann haben wir noch ein bisschen was an Geld gemacht wieder. Haben Ribéry für ordentlich Geld gehen lassen. Obwohl der ja saugut ist. Aber er ist halt schon ein bisschen älter. Und Coman hat auch die gleiche Stärke wie er. Von daher ist das okay, dass wir ihn für so viel Geld gehen lassen haben. Ja, ich hoffe, ihr seid mir da jetzt nicht böse. Gut, hier ist die Mannschaft des Monats Januar. Da sind wir ganz, ganz oft vertreten. Und zwar 3, 4, 5, 6 Mal. Kimmich, Alaba, Thiago, Kroos, natürlich Bale und Lewandowski. Also Bale und Kroos direkt, als sie in die Bundesliga gekommen sind, der erste Monat, sind sie im Mannschaft des Monats mit drin. Danke fürs Einschalten. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder mit ein. Lasst Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Bis dahin. Und ciao, ciao.